recreational marijuana could be legal for certain adults by this summer. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch vielen Dank für den ganzen Support in der letzten Zeit. Ja, wie ihr schon sehen könnt, reißen die guten Nachrichten aus den USA wie auch schon in den letzten Wochen nicht ab. Denn nachdem sich New York und auch New Mexico sich schon für die Legalisierung ausgesprochen haben, folgt nun dann auch noch der Bundesstaat Virginia, mit denen es dann schon insgesamt 3 Bundesstaaten sind, die in der letzten Zeit die Legalisierung bekannt gegeben haben. Ja, und das alles, während es hierzulande noch so abläuft. Verstehen Sie, wir haben 2 Volksdrogen. Ich brauche keine dritte. Brauch einfach keine dritte. Tja, also so klingt es hier leider noch. Also zumindest bis zu den Bundestagswahlen, wo es für die CDU ehrlich gesagt ziemlich eng aussieht. No. Aber bis es mal soweit ist, dass die CDU nicht mehr so viel in der Politik zu sagen hat, müssen wir uns wohl noch weiterhin mit Aussagen wie diese hier von unserer Bundesdrogenbeauftragten rumschlagen, die behauptet, dass es keine Mehrheit für die Legalisierung gäbe, worauf ich dann auch noch später im Video eingehen werde. Doch dann gibt es aber auch noch Gutes aus dieser Region hier zu berichten, also zumindest was unsere Nachbarn angeht, die Schweiz, wo es bald wohl erste Modellprojekte für eine legale Abgabe von Cannabis geben soll. Doch bevor wir uns die Themen einmal genauer anschauen, möchte ich kurz nochmal daran erinnern, dass falls ihr in der Zukunft auch auf dem Laufenden bleiben wollt, gerne auch ein Abo dalassen könnt, was nicht nur mich freuen und mir noch mehr Mittel für die Videos bringt, sondern auch dabei hilft, das Thema ein wenig an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich sehe keinen Grund. Aber nun würde ich sagen, schauen wir doch direkt mal in die erste Neuigkeit rein, die wie so oft mal wieder aus den USA stammt, wo man sich nun auch für die Legalisierung in Virginia entschieden hat. Und zwar das schon für diesen Juli 2021, nachdem der Governor Ralph Northam sich im April dieses Jahres gegen die Parlamentarier im Staatsparlament durchgesetzt hat, die eine Freigabe erst 2024 vorgesehen hätten. Was nun heißt, dass jeder Haushalt ab dem 1. Juli 2021 legal bis zu 4 Hanfpflanzen besitzen darf, wohingegen der legale Marihuana-Verkauf erst 2024 startet. Na, also das nenne ich doch mal gute Nachrichten aus Virginia, wo sich Konsumenten sicherlich freuen, dass sie nun ihre eigene Ware kontrollieren können. Aber nun kommen wir auch schon zum nächsten Thema, unserem Nachbarland die Schweiz, wo es Modellprojekte geben soll, die wie folgt aussehen. So sollen nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit Pilotprojekte zur legalen Cannabisabgabe starten. Die Modellprojekte sollen möglichst noch 2021 anlaufen und werden laut der Verordnung über Pilotversuche nach Betäubungsmittelgesetz bis zum 14. Mai 2031 wirksam bleiben. So schreibt die Bundesbehörde bezüglich der drogenpolitischen Revision. Am 15. Mai 2021 tritt eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes in Kraft, die Pilotversuche mit der kontrollierten Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken ermöglicht. Die Versuche sollen eine wissenschaftliche Grundlage für die zukünftige Regelung von Cannabis schaffen. Das Ziel besteht darin, mehr über die Vor- und Nachteile eines kontrollierten Zugangs zu Cannabis zu erfahren und eine solide wissenschaftliche Grundlage für künftige Beschlüsse zur Regelung von Cannabis zu liefern. Ja, womit die Schweiz dann auch schon weiter wäre als wir. Also ich hoffe jedenfalls für unsere Nachbarn, dass es nicht noch bis zum 14. Mai 2031 dauern wird, bis man dann endgültig merkt, dass die legale Abgabe deutliche Vorteile bietet. Aber damit kommen wir dann nun auch zum letzten Thema und damit auch wieder zu Deutschland. Denn wie ihr vielleicht wisst, beantwortet unsere Bundesdrogenbeauftragte ab und an mal die ein oder andere Frage auf Abgeordnetenwatch, wovon ich euch jetzt mal eine aktuelle Frage und Antwort zitieren möchte. Frage an Daniela Ludwig bezüglich Gesundheit. Sehr geehrte Frau Ludwig, auf eine Anfrage an Sie vom 24. Februar 2021, in der es darum ging, ob ein Tabakverbot zielführend wäre, damit nicht mehr geraucht wird, antworteten Sie, Zitat, und Politik ist nun mal eine Frage der Mehrheit und nicht eine Form des Wünschens. Wie ist das damit vereinbar, dass laut Umfragen fast 50% der Deutschen, wie auch eine Mehrheit der Parteien für eine Legalisierung von Cannabis ist und Sie trotzdem noch gegen eine? Mit freundlichen Grüßen. Na, also das nenne ich doch mal eine berechtigte Frage, worauf Daniela Ludwig jedoch antwortet, Zitat, ich bleibe bei meiner Aussage. Ich sehe dafür derzeit keine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Mit freundlichen Grüßen, Daniela Ludwig. Okay, na alles klar. Also wenn ich mir mal eine unabhängige Umfrage des Deutschen Hanfverbandes ansehe, dann sieht es für mich eher so aus, als ob es schon eine Mehrheit der Legalisierungsbefürworter in der Bevölkerung gibt, beziehungsweise in der nahen Zukunft geben wird, da die Zustimmung stetig wächst. Aber alleine wenn wir auch nur auf den Bundestag achten, erschließt es sich mir jedenfalls nicht, wie unsere Bundesdrogenbeauftragte denken kann, dass es immer noch Mehrheiten gegen die Legalisierung gibt. Denn die CDU und CSU, sowie auch die AfD, die gegen eine Legalisierung sind, machen wie man sehen kann nicht über 50% der Plätze aus. Aber was ihr von der Antwort von Daniela Ludwig, aber auch den positiven Geschehnissen in anderen Ländern haltet, könnt ihr mich wie immer gerne in Kommentarform wissen lassen. Oder mir auch, falls ihr Themenvorschläge habt, direkt über Instagram schreiben. Und zum Ende hin möchte ich mich natürlich wie immer dafür bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt und immer so fleißig dabei seid. Also nochmal vielen Dank für euren Support. Und ja, falls ihr Lust habt, dann könnt ihr ja noch in die Videos sehen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Also mich würde es jedenfalls freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und ja, habt noch eine schöne Woche.